Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Devil May Cry 4, heute mit der Mission Nummer 10. Auf geht's! So kann man natürlich auch eine Brücke runter machen, ne? So, in Ehre gehüllt. Beenden Sie die Ambitionen seiner Hochwürden. Ja, natürlich. Machen wir immer. Wir beenden jede Ambition. Also, nö. Da will ich nicht lang. Hier lang. Erstmal hier alles schön zerstören. Ich bekomme nichts dafür, also ist mir egal. Ja, was denn? Cool, danke. Na, was willst du jetzt von mir? Willst du mich auch stressen wie deine Kollegen oder was? Kannst genauso wenig. Ja, außer wenn ihr natürlich so feige seid und hier zu fünft oder was anrückt. Ist klar. Könnte ich natürlich auch große Schnauze haben, ne? So, Kumpel, tanz für mich. Ja, verdammte Axt. Ja, ist ja schon gut hier. Los. Halt's Maul, Pipi. Komm, jetzt geht drauf. Dankeschön. Ich hab dich nicht lieb. Mann, was soll denn das? Ja, ist ja schon gut. Ich mach dich ja schon zuerst platt, weil dein dummer Kollege mich nervt. So, gut jetzt. Dankeschön. Na, endlich, jetzt kann ich dich bearbeiten. Komm her. Los. Komm jetzt her und sei lieb. Dankeschön, jetzt bist du auch noch da. Ist klar. Ja, komm doch ruhig hier rein. Ich tu dir auch nichts. War gelogen, aber weißt du ja nicht. Ja, sieht schon aus wie der Sensenmann, hä? Willst du ihn jetzt nachahmen, hä? Du mal kleiner Hund. So, ekelhaftes Vieh. Naja. Und das will mir jetzt was sagen? Dass ich da rein will. Okay. Alles klar. Ja, ist ja schon gut. Komm. Wir manipulieren mal eben kurz die Zeit. Einfach weil wir Imber sind. Und haben es geschafft. Edge Badge. So, 3, 2, 1, meins. Ich sag doch, dass wir gut sind, oder? Hab ich doch schon immer gesagt. So, danke. Einmal kurz hier durch. Und hier runter gesprungen. Auf geht's. Was zur Hölle? Wo lang? Ach, da hinten. Alles klar. Na dann mal schauen. Was erwartet uns denn hier? Wahrscheinlich irgendeine fiese Überraschung. Ja, ich hab's doch geahnt. Ich meine, warum frage ich eigentlich so dumm, ne? Ich hätte es mir ja denken können. So, Schnauze. Ach, halt's Maul. So, Ruhe jetzt. Ich mach mal hier klar Schiff. Oh, was ist das denn? Habt ihr einen neuen Trick gelernt? Von eurer Hochwürden. Ach, komm schon. Von eurer? Ist doch keine sie, oder? Weiß man nicht so genau.
Wurde noch nicht so im Kongress beschlossen, was er ist. Das habe ich eher gesagt. Doof. Einmalig doof. Na, komm her. Schnauze jetzt. Ey, alter Vater. Was geht mit dir hier? Hier, Bams, Powerbomb. Komm, bekommst noch einen, weil es so gut aussah. Und zack. Richtig nice. So, du auch. Hier, ich ramm's dir richtig schön rein. Ja, so wie es sich gehört. Für einen anständigen Dämon. So, bitte, Dankeschön. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Oh, nee. Ist es euer Ernst? Muss das sein? Ich will nicht. Na gut, von mir aus. Ja, okay, danke. Sehr nett. Fand ich witzig. So. Was? Wie, ich kann hier hoch? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ah, okay. Ja, doch, ist alles richtig. So, Alakazam. Wir können die Zeit verlangsamen und weiter. Hopp, hopp. Alter, mach hier jetzt keine Faxen. Wow, das war riskant, aber sehr nice. Hätte ich so nämlich nicht erwartet. Ja, nett. Na. Schaut mal, jetzt will man schon aus uns Frikassee machen. Oh, ihr schon wieder. Ihr seid doch nur da, um mich zu ärgern. Gebt doch zu. Ja, danke schön, Kumpel. Und jetzt hier. Uppercut. Ach, verdammt. Der war eigentlich ganz gut, aber bist du mir in die Quere gekommen und hast mir alles versaut. Danke dafür. Ja. Danke schön. Ich schlitz trotzdem deinen Kollegen eben mal auf. Ja, ist ja schon gut. Ihr denkt auch, gemeinsam seid ihr stark, ne? Ja. Ist anscheinend so. Komm her. So. Oh, jetzt kommt auch noch der Big Boss. Ja, komm her. Ich habe schon deine Kollegen fertig gemacht. So. Die waren schon fertig mit dem Leben, als sie überhaupt hier angetreten sind. Und jetzt bist du dran. Kleines, ekelhaftes Vieh. Bams. Komm, noch ein. Ich meine, warum nicht? Ja, ist ja schon gut, Sensi. Komm. So, erstmal hier alles schön weggeschnatzt. Cool. Kronos Schlüssel beginnt im Einklang mit der Maschine zu vibrieren. Sie haben Kronos Schlüssel benutzt. Sauber. Gefällt mir. Okay. Das heißt, wir können jetzt da oben rauf. Nett. Will ich da oben rauf? Ich glaube schon. Oh, verdammt. Heißt ja aber auch, dass die Zeit echt knapp bemessen ist, ne? Wir müssen jetzt hier ganz ruhig bleiben. Das schaffen wir. So, 3, 2, 1 und meins. Boah, das war übelst knapp und es war die falsche Tür. Nett. Ja, super gemacht. Ich werde das mal eben wegmachen, weil sonst sind wir gearscht. Verdammte Axt, das war genau die falsche Tür. Egal, machen wir halt nochmal, ne? So, dankeschön. Eieiei. Aber man sieht das hier aber auch so schlecht, weil das so dunkel flimmert. Nein, ja, für die Nummer hier wäre echt der Doppelsprung vonnöten. Also, wäre hilfreicher, sag ich jetzt mal. Da ist das Gitter vor, ne? Das Bekloppte. Ja, auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht so geschafft. Man lernt nie aus, Leute. Experiment, was? Oh, ne. Dein Ernst? Komm her. Ach, Mann. Ja, kommt doch her. Ich hole euch doch eh runter. Ja, du mich auch. Alter, was geht mit dir? Weißt du, ihr nervt mich, aber weil ihr nichts könnt, aber nur stresst hier.
Ja, besonders dein dummer Kollege, Mann. Was geht mit euch? Hä, sei der Sohn. Ah, danke fürs Leben. So nutzlos bist du ja gar nicht, dreckiger Dämon. So, immer schön rein damit. Ja, gefällt dir doch. Du stehst da drauf, oder? Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Interessant. Wo kommst denn du her? So, jetzt verzieh dich. Verdammte Axt, ich wollte auch das Teil hier zerstören. Jetzt habt ihr mir die Orbs gekostet, ihr Idioten. Ja, Schnauze. Mann, Mann, Mann. Ich wollte mir doch einen schönen Nachmittag machen. Und jetzt? Verdammte. Gibt's doch gar nicht, ey. Muss man mir hier alles versauen? Dämliche Dämonenbrut. Echt, manchmal möchte man euch einfach nur ausrotten. So. Nicht, da ich das schon tun würde. Der Flügeltalisman beginnt im Einklang mit der Maschine zu vibrieren. Sie haben den Flügeltalisman benutzt. Alles klärchen. Nett. Okay. Dann weiter. Ist ja klar. Ich meine, man hinterfragt das nicht mehr, ne? Wo die alle herkommen. Ist ja schon gut. Mein Gott, seine hochwürdens dreckige Rüstung hier, echt. Fragt mich wirklich, wo er die hat. Woher hat er die, hä? Hat er sich die aus Goldklumpen geschmiedet oder was? Ja, Powerbomb. Ja, erst der eine, dann der andere. Jeder bekommt hier das, was er braucht. So, Powerbomb. Und weg. Schnauze. Ich sag dir halt's Maul. Ohne dein Schild bist du ein totaler Flachlappen. Ja. Bams. Powerbomb. Und nochmal. Zack, auf die Schnauze. Geht doch. Meine Fresse, was ein Stress, ne? Schlimm. What took you so long? You. What are you doing here? Forget it. I don't have time for this. And neither do I. So I'll cut to the chase. I'm here for the sword. Your point being... It was originally my brother's. Return it to me, and I'll let you go, kid. Well, that seems to look like a pretty pig when I kick your ass! Oh. Helpful hint. Take a tip from the elders. Ach, Dante, muss denn das sein? Komm schon. Oh, dein Ernst? Alter, übertreib. Was geht denn ab? So, Schnauze. Dante. Im Ernst, was geht? Was ist los mit dir? Ich weiß, dass du dein dämliches Schwert wieder haben willst. Oh Gott. Musst du mich hier so stressen oder was? Bams. Einmal hier den Uppercut. Alter, ich... Nein, Mann. Was für ein Style benutzt er denn gerade? Oh, nee. Dante, was ist los hier? Ja, ist klar. Dagegen habe ich keine Chance gegen Ebony und Ivory. Ey, ich muss dich doch nur zu packen bekommen, Mann. Ist doch nicht normal. So ein Dreck. Ja, wie jetzt? Ey, komm doch klar im Leben, Mann. Ey, was geht mit dir? So, Ruhe jetzt. Jetzt ist Schluss. Und zack. Bams. Sehr schön. Und noch einmal. Ah, verdammt. Das war anders geplant, Leute.
Was soll ich euch sagen? Ja, meinetwegen, Mord, dient dein dummes Scheiß Rebellion, ne? Ganz ehrlich, ist wirklich nervend. Nein, Mann. Ja, ist das schon gut. Ja, hier. Zack, zack. Ja, ist klar, wo bist du? Was hat er gemacht? Was ist das für ein Style? Ich glaube Trickster, oder? Kann das sein? Hat er gerade Trickster Ja, es ist der Trickster-Style. Verdammt mich. Oh, jetzt zeigt er mir, was hier Sache ist, oder was? Ist ja gut, Vati. Ey, was geht mit dir? Hey, ist natürlich nicht unser Vater, ne? Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Nein. Oh, Royal Guard. Jetzt kann er hier Abwehrschiene fahren, oder was? Wird dir nichts nutzen. Ja, komm her. Dante, ganz ehrlich. Du bist doch echt... Was soll denn dieser Schmarrn? Ja. Was willst du damit denn erreichen, ne? Komm her. Wie du mir auf den Nerv gehst gerade, Dante. Meine Güte, noch eins. So. Ey, alter Vater. Was ist los mit dir? Wieso bekomme ich dich nicht zu packen? Jetzt hat er seinen Swordmaster rausgepackt, oder was? Ja, Crap hier. Ja, Schnauze. Jetzt halt's Maul. Bams. Und nochmal. Und nochmal. Cool off yet, kid? What's the matter? Why the glare? You look as if you've just been playing me from the beginning. That sword was used to separate our world from the demons. I can't have something of that kind of power floating around now, can I? It's gotta stay in the family. I need this. Then keep it. Now that you're calm and cool, get going. What's your name? Nero. You're Dante, right? Not a bad name. Neither is yours. That regal look suits you. I dress to impress. Are you sure you want to let him go? Yeah, I figure he can bear the burden. I know it's not my business, but this could get ugly. Well, if the kid screws up, then I'll just have to kick his ass. Ah ja, einfach cool, oder? Ja. Yeah. Tja, der gute Dante hat ein bisschen den Arsch versucht bekommen, aber was soll's, ne? Was? Welchen Rang haben wir? B nur? Ey, ich hab... Was? Egal. Ich hinterfrag das nicht mehr. Ja, was soll's? Dante hat mir halt ein bisschen den Arsch versucht. Meine Güte, ich geb's dazu. Na gut, meine lieben Freunde, wie es hier weitergeht, sehen wir in einem neuen spannenden Part von Let's Play Devil May Cry Nummer 4. Bis dann und ciao, euer Let's Play E-Gamer.